Montagmorgen, 4.35 Uhr. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Wanderung der mittlerweile sechsten Runde rund um Dienstlaken. Ja, wo geht's heute hin? Wir werden heute an der Emscher entlang gehen, diesmal in nördlicher Richtung. Sind ja sonst immer in Richtung Oberhausen, also in südliche Richtung gelaufen. Dann geht's zum Stapp und nach Eppinghofen. Dann geht's nach Mölln und rüber zum Tenderingsee. Und über Lohberg wieder zurück nach Hause. Das Ganze wird so knapp 20 Kilometer lang sein. Ja, mit Pelle war ich heute Morgen auch schon unterwegs. Die Runde bin ich schon letzte Woche zweimal gelaufen. Habe ich so knapp 3 Stunden für gebraucht. Jetzt durch die Filmerei, sage ich mal, komme noch mal so eine halbe Stunde mit dabei. Und ja, Temperatur heute Morgen 2 Grad. Wind haben wir auch kein mehr. Das finde ich ganz gut. Und damit würde ich sagen, viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's. Kilometer 1,4. Ich sage herzlich willkommen hier an der B8. Ja, anders ist es nicht möglich, hier lang zu laufen. Der Weg, der endet hier vorne an der B8 und geht dann hier vorne erneut los. Dazu müssen wir ja hier über die Brücke laufen. Und ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir weiter Richtung Eppinghofen. Noch 2,5 Kilometer. Weiter geht's. Kilometer 3,2 um 5.14 Uhr. Ja, hier endet der Emscherweg. Hier an der Heerstraße. Wir queren jetzt die Heerstraße hier vorne, kann man da vorne nicht sehen. Da ist schon das Ortseingangsschild von Eppinghofen. Und dann geht es Richtung Stapp. Und ich sage, weiter geht's. Tja, jetzt habe ich großkotzig, habe ich jetzt gesagt. Warte mal, ich muss halt mal drehen hier. So, jetzt habe ich großkotzig gesagt, ja, Eppinghofen, ja, alles klar, aber jetzt haben sie ein neues Schild hingemacht. Ne? Also nicht mehr, schon früher stand hier Eppinghofen, jetzt haben sie ein Dienstlaken-Schild hingemacht, keine Ahnung warum, weiter geht's.
Kilometer 4,0 um 5.23 Uhr. Ich sage herzlich willkommen am Stapp. Ja, wir gehen jetzt hier Richtung Emscher wieder und kommen dann auf die Heerstraße. Und dann geht es durch Eppinghofen und dann kommen wir nach Mölln. Weiter geht's. Ja, und damit sage ich herzlich willkommen hier auf der Emscher Brücke an der Hagelstraße. Ja, hier fließt die Emscher 200 Meter weiter in den Rhein. Und ja, ich wollte mir die Sache da unten ja auch nochmal angucken, was sie da veranstaltet haben mit ihrer Baggerei da. Haben sie ja irgendwann vor ein paar Wochen feierlich eröffnet. Ja gut, ja, jetzt gehen wir hier die Hagelstraße hier runter, ne, kommen dann an die Heerstraße wieder und überqueren diese und sind dann auch schon in Eppinghofen. Weiter geht's. So, ich sage willkommen an der Heerstraße. Ja, ich weiß nicht, ob man sehen kann. Hier ist ja wieder eine Straße ohne Gehweg. Ich laufe hier auf den Grünstreifen entlang. Es ist jetzt nicht weit bis zur nächsten Straße, wo wir abbiegen müssen. Aber hier läufst du an den Autos vorbei. Um diese Uhrzeit ist das schon ganz gut frequentiert. So, jetzt weiß ich nicht, ob man mich überhaupt noch sieht. Es ist nämlich sehr dunkel hier. So, wie heißt die Straße hier? Flugstraße. Weiter geht's. So, Kilometer 5,1 um 5.38 Uhr. Wir verlassen jetzt Eppinghofen. Ich weiß nicht, ob man es da vorne schon erkennen kann. Die roten Distanzleuchten vom Kraftwerk Förde. Gehen jetzt hier vorne, warum, ich mach mal Licht an. Kann man das besser sehen. Gehen jetzt hier vorne den Weg rein ins Feld und nachher in den Wald Richtung Mölln. Weiter geht's. So, ja, die Autos, die wir gerade gesehen haben, da vorne, ja, das sind die Autos von der Heerstraße, die dann in die Frankfurter Straße übergeht. Hier vorne haben wir den Wohnungswald da hinten, und den wir gleich auch noch ein bisschen durchlaufen werden. Ja, da hinten sind die Türme vom Kraftwerk Förde. Und damit würde ich sagen, weiter geht's.
Kilometer 6,5 um 5.57 Uhr. Ich sage herzlich willkommen in Mölln. Die Straße heißt Kampshof. Ja, und es wäre mir beim letzten Mal schon aufgefallen, hier stehen kaum Autos. Na gut, das scheint so auch Wohnungsgesellschaft zu sein. Ne? Nach dem Granulat zu urteilen, was hier verstreut ist. Eingeschossige Häuser sehen alle gleich aus. Ja gut, dann machen wir uns jetzt auf den Weg zum Tenderingsee und ich würde sagen, weiter geht's. Kilometer 7,7 um 6.09 Uhr. Ich sage herzlich willkommen an der Dienstlagner Straße. Die werden wir jetzt überqueren. Ja, kommen gerade hier aus der Straße, wie heißt auf dem Bünder. Gehen jetzt hier in den Petzbuschweg mit Doppel-E, Petzbuschweg. Ja, kommen dann gleich wieder in so ein kleines Waldstück rein und befinden uns dann hinterher auf der Rahmstraße, die uns zur B8 führt und zum Tenderingsee. Weiter geht's. So, und ich spreche jetzt mal hinter der Kamera. Wie gesehen sind wir hier in diesem Waldstück. Ich weiß nicht, ob der noch zum Wohnungswald gehört. Keine Ahnung. Jedenfalls waren wir hier schon gewesen auf der Möllenrunde. Da sind wir hier nach rechts abgebogen. Jetzt gehen wir hier nach links. Kommen dann gleich auf die Rahmstraße, die in die B8 mündet. Weiter geht's. So, die Rahmstraße ist erreicht. Ich lasse die Lampe mal bewusst aus. Ja, ich weiß, ob man Zeiten sehen kann. So in 300 Meter Entfernung, wahrscheinlich nicht, befindet sich die B8, die wir gleich überschreiten werden. Und dann geht es zum Tenderingsee. Weiter geht's. So, 6.26 Uhr, Kilometer 9,0. Ich sage herzlich willkommen an der B8, die ich jetzt überschritten habe. Ja, ich laufe jetzt noch so knapp 100 Meter die B8 entlang, dann geht es wieder in den Wald, weiter geht's. So, jetzt befinde ich mich hier am Tenderingsweg. Ja, dann ist so eine Straße ohne Gehweg mal wieder. Ne, die ist mäßig befahren. Die muss jetzt so knapp 200 Meter entlang laufen. Lässt sich nicht anders bewerkstelligen hier. Ja, und wie wir sehen, da kommen schon wieder die nächsten Autos. Ja, und dann musst du hier auf dem Grünstreifen entlang gehen. Ja, Autos blenden dich, kannst du nicht richtig den Boden sehen.
Muss nur aufpassen, dass sie dich hier nicht über den Haufen fahren. Ne? Jetzt geht es hier so ein bisschen in den Wald rein. Und damit würde ich sagen, weiter geht's. Um 6.32 Uhr. Schon das nächste Auto wieder. Ich habe auch keine Lust, dauernd im Dreck zu laufen hier, ne? Ich mache die ganzen Schuhe und die Klamotten alle dreckig. Ne, dann ist ja alles so ein Matsch, Dreck, Wiesen, Rasen, Zeug hier. Oh. So, jetzt werde Licht. So, hier vorne kann man schon sehen, wo das Straßenschild ist hier, rechts. Da gehen wir jetzt gleich rüber, finden uns am Tenderingsee, weiter geht's. So, und hier nochmal zur Orientierung, der rote Punkt, das ist mein Standpunkt. Ne? Das untere, ne, das ist der große Tenderingsee. Und wir laufen dann jetzt hier auf der Karte oben durch die beiden südlichen Seen und kommen dann nachher nach Lohberg. Weiter geht's. So, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ja, die Lichter da hinten, die gehören zum Kiesbruchwerk. Und ich hoffe jetzt, dass mein Akku von der Kamera mitmacht. Der ist nämlich schon die ganze Zeit am Rumknatschen. Ja, den müsste ich dringend mal wechseln. Ich hoffe, der hält noch bis nach Lohberg. Das sind noch so einen knappen Kilometer, anderthalb. Weiter geht's. Kilometer 12,4. Ich sage herzlich willkommen an der Grabenstraße in Lohberg. Ja, wir gehen jetzt noch ein kurzes Stück. Gehen wir hier durch Lohberg durch. Kommen dann irgendwann Richtung Stadtmitte um 7.10 Uhr. Weiter geht's. So, ja, und hier an der Dorotheenstraße, ne, gehen wir jetzt hier in so eine kleine Parkanlage rein. Ja, wenn ich weiß, wie die heißt, werde ich es natürlich einblenden. Komoot sagt mir nicht, wie es heißt. Gehen wir so einen knappen Kilometer, gehen wir jetzt hier durch, kommen nachher auf der Augustastraße aus. Weiter geht's. Ja, ich sage herzlich willkommen an der Kreuzung Augustastraße, Hüngsterstraße. Ja, hier hinter mir befindet sich das alte Zechengelände von Lohberg. Ja, wir gehen jetzt aber hier kurz die Hüngsterstraße entlang, biegen dann ab ins Dienstlakener Blumenviertel. Damit würde ich sagen, weiter geht's. Ups. Thank you.
Kilometer 15,0 um 7.41 Uhr. Ich sage herzlich willkommen auf der Talstraße. Ja, gehen wir jetzt noch bis zum Ende und gelangen dann wieder auf die Hüngsterstraße. Weiter geht's. Kilometer 16,0 um 7.49 Uhr. Ja, wir haben hier hinten den Steves Baumarkt. Hier haben wir Future Lidl. Dahinter ist Edeka. Und wenn ich jetzt sage, da hinten ist Burger King, wissen die Jüngeren auch, wo wir sind. Gehe jetzt noch kurz die Hüngster Straße entlang. Und dann würde ich sagen, nächste Station. Real, genau. Weiter geht's. Ich sage herzlich willkommen an der Kreuzung Wilhelm-Lantemann-Straße und Hüngsterstraße. Jetzt muss ich gleich noch hier rüberkommen und dann geht es auf jeden Fall nach Real. Weiter geht's. Kilometer 16,8 um 7.58 Uhr. Ich sage herzlich willkommen bei Real an der Thyssenstraße. Ja, Thyssenstraße gehen wir jetzt. Oh, hier ist ja noch eine Corona-Teststation. Ja. Überall haben sie die abgebaut, nur hier bei Real steht sie noch. Na, ist auch egal. Wir gehen jetzt die Thyssenstraße entlang bis zum Ende. Heizkraftwerk kennen wir ja alles. Und würde ich sagen, weiter geht's.
8.17 Uhr, genau 18,7 Kilometer gelaufen. Ich habe es jetzt noch ein kleines Stück bis nach Hause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich blende jetzt die Daten nochmal kurz ein. Lasst euch da von Komoot nicht hinters Licht führen. Komoot rechnet nämlich nur die Zeit in Bewegung. Also wenn ich wie jetzt zum Beispiel stehen bleibe für eine Filmsequenz, das rechnet Komoot nicht mit ein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin raus. So, nochmal einen kleinen Nachtrag zur gelaufenen Zeit. Ich bin jetzt 3 Stunden und 46 Minuten unterwegs. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape,